Mehr Stellplätze. Seit heute stehen den Besuchern des Cottbuser Hauptbahnhofes 42 neue Parkplätze zur Verfügung. Die Parkmöglichkeiten befinden sich in der Nähe des Wasserturmes auf der Südseite des Bahnhofes. Somit gibt es jetzt insgesamt 332 gebührenfreie Parkstellflächen. Die Baukosten beliefen sich auf rund 74.000 Euro. Die kamen aus Fördermitteln des Landes sowie Eigenmitteln der Stadt Cottbus. Vom Einkaufscenter zur Seniorenresidenz. Die Netto-Filiale des Brunschwieg-Centers im Ströbitzer Neubaugebiet schließt und damit höchstwahrscheinlich auch das komplette Center. Denn der kleine Lebensmitteldiscounter war der Ankermieter des Einkaufszentrums. Nach Angaben der Lausitzer Rundschau soll es bereits einen Eigentümerwechsel gegeben haben. Das belege auch eine Anfrage im Rathaus. Demnach soll der Fachbereich Bauordnung bereits im April 2020 einen Bauvorbescheid bekommen haben. Dieser soll die Planung einer Seniorenresidenz mit Pflegeplätzen und Wohnungen beinhalten. Schillerplatz bekommt Haarschnitt. Ab dem 31. August finden rund um den Schillerplatz Baumkronenpflegearbeiten statt. Fußgänger und Radfahrer sollen durch die Arbeiten die Wege des Parks wieder ungehindert nutzen können. Für die betroffenen Straßen müssen teilweise Halt- und Parkverbote eingerichtet werden.